الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبع هداه أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما حياكم الله. Zum heute 16. Unterricht im Fach Mustalah al-Hadith. Und wir lesen hier die Kurzfassung von Nukhbatu الفكر في توضيح في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر von الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. Und wir hatten oder wir haben heute ein neues Thema, und zwar nennt sich dieses Thema الحديث المحفوظ, der bewahrte Hadith. Al-Hadith al-Mahfuz. Und das Gegenteil von Al-Hadith al-Mahfuz ist Al-Hadith al-Shaz. Und zu der Definition von beiden kommen wir jetzt inshallah gleich. Der Hadith al-Mahfuz ist dieser Hadith, also der bewahrte Hadith, wo die Überlieferung des Vertrauenswürdigeren gegenüber der Überlieferung eines Vertrauenswürdigen vorgezogen wird. Okay, wir wiederholen nochmal. Wir haben jetzt zwei verschiedene Personen. Wir haben zum Beispiel Umar. Umar ist Fiqh und er ist Fiqhatun Thabt, Mutqin. Und dann haben wir zum Beispiel Abdul Rashid. Abdul Rashid ist Fiqh, aber er ist etwas schwächer als Umar. Wir sagen, und dann beide überliefern einen Hadith oder überliefern eine Nachricht, und es gibt in diesen zwei Nachrichten gibt es verschiedene Wortlaute, gibt es Unterschiede. Wir sagen, Umar ist vorzuziehen. Zum Beispiel, wir sagen, Umar ist vorzuziehen, weil er vertrauenswürdigerer oder noch vertrauenswürdiger ist als Abdul Rashid. Wie kommt die Überlieferung des Vertrauenswürdigeren zustande? Wie können wir sagen, okay, ihr seid beide Fiqh, ihr seid beide vertrauenswürdig, aber diese Überlieferung, die hat Vorrang. Wir reden natürlich jetzt davon, wenn es Unterschiede gibt im Wortlaut. Sie kann durch zwei Methoden zustande kommen. Erstens, das Beispiel, was ich gerade genannt hatte, dass die Nachricht oder der eine Hadith, der Überlieferer oder die Überlieferer des einen Hadith sind noch genauer und noch vertrauenswürdiger als der Überlieferer oder die Überlieferer des anderen Hadithes. Das ist die erste Form. Okay? Warte, ich mache das hier auf. So, jetzt könnt ihr das sehen. Die zweite Form ist immer besser, wenn man das vor sich hat. Die zweite Form ist durch die Anzahl. Durch die Anzahl. Zum Beispiel habe ich jetzt zwei verschiedene Nachrichten. Die eine Nachricht wurde von Abdul Rashid überliefert. Und Abdul Rashid ist eigentlich vertrauenswürdig. Aber die andere Nachricht, die etwas anders ist, sie wurde von Umar und von Abu Jubair und von Ramadan und von Hamza und so weiter überliefert. Wir sagen, okay, diese Überlieferung mit der größeren Anzahl ist vorzuziehen und sie ist richtigerer oder dieser Hadith ist authentischer. Okay? Und die andere Überlieferung, die dem widerspricht, ist dann in diesem Fall Shaz. Sie ist Shaz. Und ich habe das auch vor einiger Zeit mal so kleine Bahs gehabt. Habe das auch damals in den Kanal gepostet. Was Shaz bedeutet, fachbegrifflich in der Hadith-Wissenschaft bedeutet Shaz, und merkt euch das für die Zukunft, der Widerspruch und die Ablehnung der Aussage eines ansonsten akzeptierten Überlieferers durch die Überlieferung
eines anderen bzw. anderer, da er bzw. die anderen noch genauer sind oder die Anzahl der anderen, die etwas anderes überliefert, höher ist. Habt ihr das so verstanden? Die Bedeutung von Schaf. Das ist jetzt heute, machen wir das etwas ausführlich, obwohl wir das in den früheren Unterrichten immer wieder kurz indirekt erwähnt hatten. Kommen wir zu einem Beispiel, zu einem theoretischen Beispiel. Und zwar Imam al-Zuhri, Tabiri, er überliefert zum Beispiel einen Hadith. Und man ist sich unsicher, ob dieser Hadith marfu' ist oder ob er mawquf ist. Marfu' bedeutet, er geht auf den Propheten alayhi salatu wasalam zurück. Also Imam al-Zuhri hat von zum Beispiel Ibn Abbas gehört oder von, sagen wir mal, von Ibn Umar gehört. Und Ibn Umar hat von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört. Das ist marfu'. Und mawquf bedeutet, er ist zurückzuführen auf den Sahabi. Jetzt haben wir zwei verschiedene Ketten. Die eine Kette besagt, dass der Hadith von Az-Zuhri marfu' ist. Und in dieser Kette sind, und dieser Kette wird von fünf seiner nahen Schüler überliefert. In dieser Form. Schüler, die nah von ihm sind, die viel von ihm überliefert haben. Die andere Form, dass der Hadith mawquf ist, also dass er auf den Sahabi zurückzuführen ist, einer seiner Schüler hat den überliefert. Und dieser eine, er ist zwar vertrauenswürdig, aber er hat nicht häufig von Az-Zuhri überliefert. Er gehört also nicht zu seinen nahen Schülern. Und er berichtet diesen Hadith in dieser Form. Dann sagen wir, dieser Hadith, der Mawquf sein soll, er ist in dieser Form, in diesem Fall ist er Schadh oder Munkar. Er ist verwerflich. Er ist auf jeden Fall verwerflich, weil er widerspricht dem, was von mehreren überliefert wurde. Kommen wir zu einem praktischen Beispiel. At-Tirmidhi, An-Nasa'i und Ibn Majah überliefern über, schaut hier auf die Tafel, damit wir das bildlich vor uns haben, Moment. Sie überliefern über Sufyan. Sufyan ist Imam. Sufyan überliefert über Amr ibn Dinar. Amr ibn Dinar ist Thiqatun Thabt. Über Ausaja, Tabi'i, Thiqa. Über Ibn Abbas, dass ein Mann zu Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam verstarb und er keine Erben hinterließ, außer einen freigelassenen Sklaven. Dieser Hadith ist jetzt Mausul. Was bedeutet Mausul? Mausul bedeutet eigentlich Marfu', also er ist auf den Propheten alaihi salatu wasalam zurückzuführen. Sprich, er ist verbunden bis zum Propheten. Haben wir das verstanden? Ja, wir haben hier Sufyan über Amr ibn Dinar, über Ausaja, über Ibn Abbas und dann der Hadith. Das ist jetzt eine Kette. Dieser Hadith hat aber auch eine andere Kette. Und zwar Ibn Jurayj. Afwan erstmal. Ibn Jurayj ist auch Fiqhatun Thabt. Er überlieferte diesen Hadith genauso wie Sufyan. Mit der gleichen Überlieferungskette. Über Ibn Abbas und dann, dass ein Mann zu Lebzeiten des Propheten alaihi salatu wasalam verstarb. Also mit der gleichen Kette, die ebenfalls verbunden ist. Jetzt kam Hammad ibn Zayd. Hammad ibn Zayd ist Thiqa. Er überlieferte diesen Hadith über Amr ibn Dinar. Genauso wie gleiche Kette, also über Amr ibn Dinar. Über Ausaja. Dass ein Mann, und dann er überlieferte den Hadith. Was hat er gemacht? Er hat Ibn Abbas weggelassen. Er hat ihn weggelassen. Und in diesem Hadith von Hammad ibn Zayd, weil Hammad ibn Zayd, er hat den Hadith so überliefert, ohne den Sahabi zu nennen. In diesem Hadith wird Ibn Abbas nicht erwähnt. Und wenn er nicht erwähnt wird, ist
wäre dieser Hadith in diesem Fall Mursal, er wäre unterbrochen. Also die Überlieferungskette wäre nicht mehr verbunden, sondern sie wäre unterbrochen. Und wenn die Überlieferungskette nicht verbunden ist, was ist dann der Hadith? Wir hatten ja gesagt, der Hadith hat Voraussetzungen, damit er authentisch sein kann. Und eine der wichtigsten Voraussetzungen ist Al-Ittisal. 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 Die verbundene Überlieferungskette. An yakuna muttasilan. Und hier in diesem Fall ist er, wäre er dann Mursal. Und deswegen ist der erste Hadith von Sufyan ibn Uyayna ist richtigerer. Weil erstens Sufyan ist Imam, zweitens mehrere haben diesen Hadith so wie er überliefert, in dem Ibn Abbas erwähnt wurde. Und deswegen sagte Abu Hatim al-Razi, das Bewahrte ist der Hadith von Sufyan ibn Uyayna. Also der Hadith von Sufyan ibn Uyayna ist al-Mahfuz. Ist Mahfuz. Obwohl Hamad ibn Zayd eigentlich vertrauenswürdig ist. Jedoch hat er hier der größeren Anzahl widersprochen. Kommen wir zu der Authentizität des Hadith al-Mahfuz. Es muss nicht immer bedeuten, dass der Hadith al-Mahfuz, dass er authentisch ist, dass er sahih ist. Er kann sahih sein, er kann hasan sein oder er kann da'if, schwach sein. Stellt euch mal vor, diesen Hadith, den wir hier haben. Anstatt dass Sufyan ibn Uyayna und ibn Jurayj jetzt ibn Abbas erwähnen, sie hätten ihn nicht erwähnt. Und Hamad ibn Zayd hätte dafür ibn Abbas erwähnt. Was hätten wir dann gesagt? Dann hätten wir das Ganze umgedreht. Und wir hätten gesagt, nein, dieser Hadith ist Mursal, dieser Hadith ist unterbrochen und deswegen ist dieser Hadith schwach. Und dann hätten wir gesagt, Al-Mahfuz an hadha al-Hadith Mursal. Ja, dann hätten wir gesagt, das Bewahrte ist, dass dieser Hadith unterbrochen ist. Und deswegen unterscheidet sich das je nachdem. Ja, Mahfuz muss nicht bedeuten, dass der Hadith immer authentisch ist. Und das Gegenteil von Mahfuz ist Ashad, gegenüberliegend. Wir haben auf der einen Seite, sagen wir, dieser Hadith ist Mahfuz und der andere Hadith, das ist dann der Hadith, der Shadh ist und der dem widerspricht. Na, das soweit zu diesem Thema. Hada wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammad.